Ja, hallo liebe Radowanderfreunde, ich begrüße euch im Jahr 2021. Heute Sonntag, der 3.1.2021. Erstmal an euch ein frohes neues Jahr. Wünsche ich euch auch. Bleibt gesund. Mit mir heute die Heidi W. und Tour. Die geht mit mir heute mal eine Runde spazieren. Ja, und was es so alles unterwegs gibt, das seht ihr dann. Ich würde sagen, nicht schnacken, sondern laufen, damit uns warm wird. Ja. So, des Weiteren gibt es heute noch ein Geburtstagskind. Ja, ich, Heidi, bin on Tour, habe heute Geburtstag, bin 52 geworden, aber ich mache heute nicht viel. Mache nachher einen ruhigen, wenn wir nach Hause kommen. Und Ja. aber und. Ja. Ja, machen ruhigen. Naja, Kaffeekuchen. Wie hat so üblich ist. Viel machen können wir ja sowieso nicht in den Lockdown. Ja, macht doch nichts. Na? Gut, so, da würde ich sagen, wir laufen los. Ja, der da steht, ist aber super fotogen. Ja, jetzt gehe ich mal einen Meter zurück. Ja. Und Heidi wieder bei ihrer Lieblingsbeschäftigung, ihren Ziegen. Ziegen wurden Ziegenfleisch. Oh, da hinten haben wir auch noch einen stehen. Der stand eben noch im Stall, hat sich jetzt auch mal rausgetraut, um mal ein bisschen frische Luft zu schnappen. Scheint aber gleich wieder reinzugehen. Ja, da hinten haben wir noch ein paar Hühner. So, und in diese Richtung geht es jetzt weiter. Ja, hinter mir die St. Stephanus in Kleingladbach. So, lese ich euch mal so eine kleine Geschichte darüber vor. Seit genau es in Kleingladbach eine Kirche gibt, ist nicht bekannt. Erstmals erwähnt wurde diese Kirche hinter mir in dem vistastoischen Kontrollen des Herzogs von Jülich aus dem Jahre 1550. Demzufolge war die Kirche eine Kuraktkapelle des Wassenberger Landdechanten. Was das ist, keine Ahnung. Zudem war Kleingladbach schon eigenständige Pfarrei und die Kirche war auch Pfarrkirche des Ortes. Bis 1851 gehörte auch Golkrath als Filiale zur Pfarre. Ja, also Golkrath, Nachbardorf, gehörte dann auch zu Kleingladbach, weil hier die erste Kirche stand. Ja, ganz mal interessant, sowas mal zu lesen. Und dann weiß man auch ein bisschen mehr über das Dorf. Obwohl ich lebe jetzt 50 Jahre hier, ja, und habe mich bis jetzt noch nicht damit befasst, mal zu googeln, was das mit unserer St. Stephanus-Kirche so auf sich hat. Jetzt habe ich es mal getan. Also ich gehe jetzt mal aus dem Bild, damit ihr die Kirche richtig seht. Da steht sie. Also die ist schon aus dem 15. Jahrhundert. So, und jetzt geht es hier den Pfad runter Richtung Gladbach. Am Gladbach gehen wir links und gehen Richtung Bäckerei Schmitz. Ja, hier stehe ich jetzt genau in der Schneise zwischen Kleingladbach und Hückelhofen. Ich stehe aber noch in Kleingladbach. Da hinten, wo die ganzen Sträucher sind, also Bäume, ist die Halde, die Müllische Halde von Hückelhofen. Ja, da ganz in der Ferne da hinten kann ich jetzt nicht ranzoomen, da ist noch der Turm von der Zeche. Müsste das sein, die da hinten steht. Jo. Da hinten geht noch die Autobahn lang. Ja, darüber, da hinten rüber geht es Richtung Schaufenberg. Ja, gehen wir mal weiter. So, hier stehen wir jetzt vor der
Kapelle in Kleingladbach. Und gehen wir mal da rein. Dann zeige ich euch noch was. Das ist nämlich eine schöne Krippe, die noch aufgebaut ist. Sehr schön. Sieht optimal schön aus. Na komm. So. Ja, das hat doch was, ne? Selbstgebastelter Trecker mitten im Garten. Ja, ist eigentlich nicht verkehrt. Fehlt nur noch der Anhänger oder der Flug. Ja, zu meinen Touren dieses Jahr. Es ist sehr viel geplant. So, mal gucken, was ich davon umsetzen kann. Ne? Ja, auch sind auch große Touren geplant. Die stehen für dieses Jahr auf der Liste. So, bin mal gespannt, was ich davon fahren kann. Ich hoffe, dieses Jahr alle. Da das Jahr 2020 ja nicht so funktioniert hat, ne, hoffe ich mal, dass wir jetzt im Jahr 2021 wenigstens wieder mehr Touren fahren können. Ja, wie die ganzen Touren aussehen, werdet ihr dann dieses Jahr dann sehen. Wir werden auf jeden Fall dann, wenn alles klappt, ganz viele Videos kommen. Ja, ich werde jetzt noch nicht allzu viel verraten, weil es wird sich auf meinem Kanal dieses Jahr auch noch ein bisschen was ändern. Was das ist, das seht ihr dann. Da bin ich jetzt momentan noch in Planung und muss dafür noch ein bisschen was umbauen. Ja, ihr dürft gespannt sein. Für mich wird das auch verdammt viel Neuland geben. So was habe ich auch noch nie gemacht. Ja, dazu werde ich aber dann mal ein separates Video machen, damit ihr seht, was ich vorhabe. Und das in meinem Alter. Ja. Ich hoffe, dass ich bis dahin so fit bin, dass ich dann durchziehen kann. So, weiter geht's. Von hier aus jetzt nochmal ein Blick auf Hückelhofen. Die ganze Schneise ist Hückelhofen. Da ist die Hückelhofener Kirche, die Barbara. Hinten der Turm, die Halle, die Männliche. Und da geht es dann Richtung Schaufenberg, Rathheim und die Halde zwischen Kleingladbach und Rathheim. So, hier wären wir jetzt ein Video mit dem schönen Hintergrund von der Halde. Wünschen euch jetzt noch einen schönen Sonntag und dann würde ich sagen, da sehen wir uns beim Anradeln wieder. Sind ja nur noch ein paar Tage. Wie das dann aussieht, werdet ihr dann sehen. Was wir für Wetter haben, fraglich. Ja, so, jetzt gehe ich mit der Heidi Kaffee trinken. Jo. Aber da soll aber Schnee kommen, aber ist egal. Ich gehe lieber in Schnee raus, als wenn es regnet. Ja, Heidi hat Schnee bestellt. Ich will kein Schnee bestellen, aber also, ich gehe lieber in Schnee spazieren als im Regen. Fahren wir nächste Woche im Schnee. Auch egal.
Bin mal gespannt, ob er kommt. So, jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Video. Und abonnieren nicht vergessen. Bis dahin. Euer Andi MTB und Tour. Macht es gut.